Chat, drei Leute, die was schmuggeln und eine Person wird gesucht. Okay, Chat. Eins in Chat, wer sich die Person eingeprägt hat. Eins in Chat, wer sich die Person eingeprägt hat. Habt ihr ihn euch eingeprägt? Du hast nicht in der Toilette geschaut? Oh, das kann sein. Boah, ich bin so auf F jetzt wieder wegen dem Game gerade von gerade. Fahren Sie rein, komm. Erste des Tages, kommen Sie rein. Na komm. Und einmal anhalten, Fenster runter, ja? Dankeschön. Oh, Sie fahren einfach rein, ohne mir einen guten Morgen zu wünschen? Hergeben. Soll ich erklären einmal was, ja? Unfreundlichkeit ist gar nicht gut am Grenzposten. Besonders, wenn ich nicht gut geschlafen habe und Sie... Wenn ich mit Ihnen rede, dann gehen Sie nicht einfach weg, okay? Wiegen wir doch mal kurz Ihr Fahrzeug, ha? 3950. Oh, Sie haben... Oh, Sie haben zwei Schweinchen dabei? Schauen wir uns auch mal die Schweinchen an, ha? Sind Sie real? Sind Sie... Oh, Sie sind real. Tut mir leid. Krankenhaus, 3 Meter weiter, da ist auch ein Tierarzt drin, ja? Egal. Oh, das ist egal, die kommen eh auf den Schlachthof. Immer wieder solche Leute, die so unhöflich sind. COG, 1499AB, stimmt erstmal soweit. Schauen wir doch mal ein bisschen in die Reifen rein. Unter die Motorhaube, Chat, 3 Schmuggler heute. Oh, das könnte eine unangenehme Schicht werden, sag ich euch ehrlich. Aber es sieht alles clean aus. Was sind die aktuellen Einreisebestimmungen? Oh, Berufe. Aber er kommt aus unserem Land, er braucht keine Berufskarte. Chat, ich glaube, der erste des Tages und er darf direkt durch, habe ich recht? Der erste des Tages, er darf direkt durch. Sir, ich wünsche Ihnen eine super... Atlas. Chat, guckt euch mal bitte an, wie wenig Geld ich nur noch habe. Hatten wir nicht vor einer Woche 20.000? Hatten wir nicht... Einzige Chat, wenn wir vor einer Woche 20.000 hatten. Wo ist das Geld hin, Chat? Endlich? Sir, jetzt ab die Kotze... Als ob die Kontrolle so lange gedauert hätte. Chat, soll ich meine Drogen schnell verkaufen? Ich verkaufe meine Drogen schnell. Alles wegsprengen. Alles wegsprengen. Minus 500? Auf gar keinen Fall, Chat. Habt ihr nicht gesehen, wie der mich beleidigt hat? Danke, dass ihr wieder nicht auf meiner Seite wart, Chat. Ich habe alles auf meiner Bodycam aufgenommen, okay? Der hat mich beleidigt. Ja? Beamtenbeleidigung wird leider mit einem Tod bestraft, was? Chat, ich verkaufe einfach ein paar Drogen, da passt wieder alles. Ich verkaufe ein paar Drogen, außer ein Päckchen Kokain, was ich für den Eigenbedarf brauche oder für Sachen, ihr wisst genau für was. Das wird dann mal kurz hier hingehen. Okay, ja. Ich habe für dich ein bisschen Schmuggelware. $3000 nur? Okay, Chat, ab jetzt verkaufe ich auf dem Schwarzmarkt, mir reicht's. Ab jetzt verkaufe ich auf dem Schwarzmarkt, Chat, mir reicht's. Yo, 3000 für 70 Schmuggelwaren und mein komplettes Lager war voll. Nächster. So, also wenn Sie kein Übergewicht haben, weiß ich auch nicht, okay? Anhalten, ja? Anhalten. Können Sie mir kurz den Gefallen tun? Einmal kurz aus dem Auto aussteigen? Dankeschön. So, wie viel wiegt Ihr Fahrzeug? 780, Sie dürften dabei haben 990. Dovut Aksashi. Dovut Aksashi, Ihr Name stimmt erstmal so, weil hätte ich nicht gedacht. 1, 2, 3. 3 Gepäckstücke auf dem Dach. 7 Gepäckstücke hier. Und hier vorne ein Düngermittel. Stimmt auch erstmal. Dann schauen wir mal kurz Ihr Kennzeichen. SXP. Okay, Ihr Kennzeichen stimmt auch erstmal so weiter. Chat, ich muss, glaube ich, einzeln, wenn ich ab jetzt mal wieder ein bisschen so Inspektionen machen soll, damit wir mal wieder ein bisschen Geld reinbekommen. Schauen wir mal, ob an Ihrem Fahrzeug irgendwas kaputt ist. Haben Sie eine kaputte Scheibe? Nein. Beruf? Oh nein, er ist wegen Besuchter. Er braucht keinen Beruf, Chat. Gesuchter? Das ist nicht der Gesuchte, Chat. Der Gesuchte hat Bart. Er hat keine Beschädigung am Fahrzeug, habe ich recht? So, Sie haben keine Beschädigung am Fahrzeug. Sie haben auch nichts falsch gehabt, tatsächlich. Wenn hier noch alles stimmt, genau nichts ist abgelaufen, ja. Dann fahren Sie gerne bei uns ins Land rein, ja, fahren Sie rein. Sehr, sehr gerne. Ich wünsche Ihnen einen super angenehmen Aufenthalt, ja. Nächster. Nächster, komm. Komm. Mein Vater, lass ihn bitte durch, er kommt von der Milch zurück. Eins in Chat, von wem das gerade der Vater war. Tun Sie mal kurz einen Gefallen, steigen Sie mal kurz aus dem Auto aus, ja?
Wir wiegen einmal kurz ihr Fahrzeug. Aber sie haben gar keine Ware dabei. 1210 stimmt erstmal. Sie wollen wegen dem Tourismus rein, ja? Wollen sie unsere schöne Berge besteigen? Hm? Da oben auf dem Berg, ja? Sage ich nicht so vielen Leuten. Da oben auf dem Berg habe ich schon mal einen umgebracht, okay? Spaß, ich mach. Sie lachen ja gar nicht. Warum lachen Sie nicht über meine Witze? Ich erzähle die Witze in unserer 40-Ü-40-Runde, ja, wo wir immer ein paar Feierabendbier am Freitag trinken. Es interessiert Sie. Wer? Wie wer? Sir, warum fragen Sie wer? Was meinen Sie damit? Wer? Ich und meine Ü-40-Jungs. Nein, wer hat gefragt? Nein, wer hat gefragt? Nein, wer... Ich hab gefragt. Was warst du? Hast du es gesehen, was er gemacht hat? Passt. Wahnsinn, was die Leute immer machen, ne, Chat? Einzelchat, wer sagt, ich hab grad alles richtig gemacht. Nächster. Komm. Ich lass mich nicht beleidigen, Chat, ja? Guten Tag, Herr, ja. Würden Sie mir kurz noch einmal den Gefallen tun und kurz mal aus dem Auto aussteigen? Ja, wir suchen heute drei Schmuggler, genau. Wir wiegen mal kurz Ihr Fahrzeug. Mhm. 1100, oh, Sie haben gar keine Ware dabei, das gefällt mir. Wir müssen tatsächlich heutzutage, heute müssen wir... Oh ja, ich bin gerade knapp bei Kasse, was kaufen Sie denn, hm? Oh, Sie kaufen Wodka? Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Ich bringe Ihnen gern ein paar Flaschen Wodka. Ich habe immer welche auf Lager. Mhm. So, hier einmal eine Flasche Wodka. Noch eine, noch eine, noch eine. Oh, wir werden Ihnen fünf Flaschen Wodka verkaufen. Sir, ich habe ganz viel Wodka für Sie, ja? Hier einmal eine Flasche, noch eine, noch eine, noch eine. Immer wieder schön Geschäfte zu machen, ja? Sie sind mir sehr, sehr sympathisch. Schauen wir doch mal kurz in Ihr Auto rein. Hm? Ich glaube aber, dass Sie nichts dabei haben. Ich glaube, ich lasse Sie auch direkt durchfahren. Fahrzeug macht auch einen ziemlich guten... Ihr fehlt vorne eine Stoßstange. Die Stoßstange machen Sie bitte nochmal neu, ansonsten passt erstmal alles bei Ihnen. Ja, kein Reifen ist kaputt. Chat, seht ihr irgendwas bei dem? Seid ehrlich. Oh, vorne rechts ist der Reifen auch noch kaputt. Müssen wir leider auch noch eintragen. Genau. So, aber egal wie viel... Oh, hinten rechts auch noch. So, nur zu Ihrer eigenen... Schauen Sie mir in die Augen, wenn ich mit Ihnen rede. Nur zur eigenen Sicherheit, ja? Lassen Sie das neu machen, okay? Lassen Sie das neu machen. Ich will natürlich auch nicht, dass Sie einen Unfall bekommen. Ja, die Versicherung übernimmt es sonst nicht. Sie haben gar keine Versicherung? Okay, egal. Ah, und Ihr Kennzeichen ist falsch. Und damit haben Sie sich meine Nettigkeit verspielt. Sie kommen auf gar keinen Fall rein. Oh, Ihr Name ist auch noch falsch. Oh, lassen Sie mich raten, Ihre Passnummer auch. Sir, Sie werden auf gar keinen Fall in dieses Land reinkommen. Ja, haben Sie noch irgendwas kaputt an Ihrem Auto? Mhm, irgendeine Scheibe vielleicht? Nein. Gut, dann haben wir alles kontrolliert bei Ihnen. Sie kommen nicht in das Land rein. Ja, tut mir leid. Ja, das hätten Sie sich selber, hätten Sie früher überlegen müssen, ne? Nächster. Wieder in so einem kleinen Auto, ne? Fahren Sie rein. Hergeben. Wissen Sie was? Sie steigen mir auch gleich einmal ganz aus dem Auto. Schon gut. Hm? Denken Sie, Sie sind ja der Boss, ha? Wissen Sie, was das neue moderne Sprichwort ist? Derjenige mit der AK in der Hand ist der Boss. Oh, Sie haben noch nie was von dem Sprichwort gehört? Liegt wohl daran, dass ich es erfunden habe und jetzt sind Sie ruhig. Wie viel wiegt Ihr Auto überhaupt? Der hat fast so einen Bartwuchs wie du. Jo, ich habe mindestens doppelt so einen langen Bartwuchs, okay? Chat, by the way, der Grund, warum ich heute 2 Minuten zu spät war, ist, weil ich mich rasieren musste. Einzelchat, wer einen Unterschied gemerkt hat bei mir. Schauen wir doch mal, ob sie irgendwas dabei haben, hä? Huh? Sie haben 2x Seife dabei und 4... Oh, keiner hat einen Unterschied gemerkt. Oh, Chat, keiner hat einen Unterschied... 4 Gepäckstücke, mhm. Oh. Okay, stimmt Ihr Kennzeichen, Chui? Oh, Sie sind Elektriker. Dürfen Sie als Elektriker überhaupt rein, ist die Frage. Auf jeden Fall kann ich Ihnen sagen, dass Ihre Einreiseerlaubnis so oder so abgelaufen ist, lieber Gabriel Grigor.
Gabriel Grigor, Gabriel Grigor, mhm. Gabriel, oh, ihr Name ist ja auch noch falsch. Wie sieht's mit der Passnummer aus, ha? Passnummer stimmt auch nicht. So, stimmt ihr Kennzeichen wenigstens? Okay, ihr Kennzeichen stimmt auch nicht. Wie viel wiegt ihr Fahrzeug? 760? Okay, das stimmt erstmal. Ihr Frachtbrief stimmt tatsächlich. Dürfen Sie als Elektriker rein, ist die Frage. Oh ja, Sie dürfen als Elektriker rein, ja. Ihr Auto macht einen guten Zustand erstmal. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Heimreise. Ja, machen Sie das alles neu, fälschen Sie bitte nichts mehr, dann dürfen Sie das nächste Mal auch rein. Oh, ich mache einen Fehler. Oh, drohen Sie mir gerade, Sir. Oh, drohen Sie mir gerade! Wieso sind die Granaten heute so langsam? Chat, niemand droht mir, okay? Das kann ich nicht durchgehen lassen. Nächster. Fahren Sie rein. Held? Chat, ihr müsst nicht Held schreiben, okay? Ich sorge nur dafür, dass die Straßen sich... Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte, okay? So! Dokumente her, okay? Wissen Sie, was Sie für mich gleich nochmal kurz machen könnten? Einmal aussteigen, ja? So, wissen Sie was? Seiten auf 0 plus Jogginganzug, ja? Ist bei uns oft der Fall, dass wir was dabei haben, ja? Eine neueste Studie von unseren Grenzposten belegt, dass mindestens 90% aller Schmuggler im vorderen linken Reifen... Schauen Sie mich nicht so böse. Warum geben Sie mir so eine aggressive Stimmung? Seitdem Sie hier reingefahren sind, habe ich gleich das Gefühl, dass Sie irgendwie die Drogenskala und die Kriminalitätsrate des Grenzpostens um ca. 300% gestiegen sind. Schauen wir doch mal in den vorderen linken Reifen rein. Was soll da schon drin sein, ha? Hände in den Rücken, sind sofort festgenommen, ja? Packen Sie die Hände in den Rücken, Sie sind sofort festgenommen. Ich lasse dich mit mir spielen, Chat. Peter, du weißt Bescheid, ja? Wir haben lange nicht mehr geredet. Falls du mal wieder eine Auffrischung brauchst für die Gefangenen, ja? Eine Flasche Wasser pro Tag, ein Toast pro Tag, kein Freilauf, keine Familienbesuche, keine Anrufe und ganz, ganz wichtig, kein Recht auf einen Anwalt. Viel Spaß mit denen, ja? So, dann schauen wir doch mal, wo der nette Herr noch was hatte. Oh, im hinteren linken Reifen. Oh, im hinteren Lagern wir doch mal kurz alles aus, ha? Ich habe nämlich so ein bisschen das Gefühl, dass der Typ noch ein bisschen Ware, sag ich mal, in seiner Ware dabei hatte, wenn ihr versteht, was ich meine. Aha, haben wir in der Decke was drin gehabt? Nein. Der Seite auch nicht. Handschuhfach auch nicht. Im Sitz auch nicht. Wie wenig hatte der denn dabei? Oh, der Herr hat wirklich für so eine geringe Menge, Chat, hat er so viel auf sich genommen. Habe ich was übersehen, Chat? Hinten links? Was hinten links? Da war was? Wo? Rückbank? Oh, GG, Chat, ihr habt die besten Augen der Welt. Nächster. Fahren Sie rein. Tag der, danke schön, dass Sie mir gleich mal die Dokumente geben. Sie können erstmal sitzen bleiben, weil... Oh, nee, Sie haben Ware dabei. Wenn Sie Ware dabei haben, müssen Sie erstmal aussteigen. Ja, wir haben nämlich noch zwei Leute, die was reinschmuggeln wollen. Deswegen müssen wir heute auch erstmal nochmal... Ich soll mich entspannen. Okay, wissen Sie was ich gelernt habe, wie man sich entspannen kann? Indem man ganz normal einatmet. Ausatmet! Einatmet. Und aus! Ich bin nicht derjenige, der sich hier entspannen muss, okay? Sie entspannen sich jetzt lieber. Damit das einmal klar ist, okay?
Seht ihr irgendwas, was noch dabei hat? Hat er noch was dabei? Schauen wir mal kurz rein. Finden wir was bei dem Chat? Eins im Chat, wer auch findet, der ist ein bisschen unsympathisch. Ich hab irgendwie... Oh, mir kitzelt mit... Ich hab irgendwie so... Kennt ihr das? Kennt ihr das, wenn ihr sowas... So irgendwie so ein Fingerkitzeln habt? Irgendwie kitzelt es mir ein bisschen in den Fingern. Muss ich euch gar... Okay, ansonsten sieht erstmal alles clean aus bei Ihnen im Auto, ja? Aha. Kennzeichen. JYB. 5, 2, 3, aha, okay. Aha. Sie haben zweimal Seife dabei, 5 Zementstücke dabei, mhm. Koffer haben sie auch. Was sind die weißen Kügelchen hier? Hm? Pablo, lage ihm erstmal wieder alles ein, ja? Es sieht erstmal alles gut aus bei ihm. Sie haben tatsächlich genau das dabei, was auch auf Ihrem Frachtbrief stimmt, lieber Valenti Boyko. Ihr Bild stimmt, Ihr Fahrzeugtyp stimmt. Aha, alles stimmt bei Ihnen. Es ist nur noch die Frage, ob Ihr Fahrzeug Übergewicht macht, ha? Nein. Wissen Sie was? Ich habe es mir nochmal anders überlegt, ja? Fahren Sie sehr, sehr gerne durch. Sie waren eigentlich im Endeffekt dann doch ziemlich entspannt, ja? Fahren Sie durch. Fahren Sie rein. Fahren Sie rein. Sehr, sehr gerne. Ich wünsche Ihnen eine super angenehme Einreise, ja? Nächster. Sie warten erstmal noch da hinten, ja? Reinfahren. So, tun Sie mir kurz den Gefallen, steigen einmal kurz aus dem Auto aus, ja? Wie viel wiegt Ihr Fahrzeug? 4200. So, ich habe, glaube ich, noch nie auf den ersten Blick so viel falsch gesehen wie bei Ihnen. Ihr Fahrzeug ist zu schwer. Ihr Dokumentenhintergrund ist falsch. Ihr Gültigkeitszeitraum ist abgelaufen. Bin mir auch sicher, dass Ihr Name falsch ist. Ich überprüfe es trotzdem. Bin mir so sicher, dass Ihr Name irgendwo falsch sein muss. Ihr Name ist nirgendwo falsch? Sie sind Elektriker, dürften Sie sogar rein. Hier ist nichts abgelaufen. Passnummer stimmt auch. Aber Sie fahren auf gar keinen Fall in den Azam, ja? Das heißt, Ihr Fahrzeugtyp ist sogar falsch. Bin mir auch sehr sicher, dass Ihr Frachtbrief sogar falsch ist. Sie haben zwei Schweinchen angeblich. Oh, Sie haben auch tatsächlich zwei Schweinchen dabei. QGY3774FB. Aha, stimmt auch erstmal. Foto stimmt, Chat. Foto ist noch falsch. Chat, wenn ihr noch irgendwas seht, bei denen sofort reinschreiben. Okay, der Herr, ja. Sie haben ziemlich viel falsch, aber Drogen haben Sie nicht dabei. Dann fahren Sie bitte wieder nach Hause, ja. Sie haben viel zu viel falsch. Ändern Sie das bitte, dann lassen wir Sie das nächste Mal rein. Drohen Sie mir gerade, hä? Soll ich das als Drohung verstehen, hä? Soll ich das als Drohung ver... Oh, ich habe gehört, heute fliegen ein paar Sternschnuppen und Meteoriten. Oh. Marco an Zentrale. Meteor... Ich wiederhole, Meteor ist eingeschlagen am Grenzposten. Ich wiederhole, Meteor ist am Grenzposten eingeschlagen. Chat, ich kann nichts dafür. Fahren Sie rein. Chat, wir haben ein bisschen Plus. Oh, wir haben noch zwei Leute? Jo, wie? Steigen Sie mir erstmal für das Auto aus, ja? So, Ihr Fahrzeug ist ein bisschen schief und dampft ein bisschen, ja? Geben Sie mal bitte Führerschein und Fahrzeugpapiere. 5450. Sir, Ihr Stempel ist falsch. Mhm. Ist Ihr Name auch noch irgendwo falsch? Seien Sie ehrlich. Seien Sie ehrlich, als Journalist kommen Sie sowieso nicht rein. Aktuelle Einreisebestimmung, Sie dürfen nicht rein. Ist Ihr Name auch noch irgendwo falsch? Nein. Aha, die Passnummer stimmt auch erstmal. Aber Ihre Einreiseerlaubnis ist abgelaufen. Das tut mir leid, kann ich Sie nicht reinlassen. Jetzt schauen wir mal noch, ob Ihr Frachtbrief überhaupt stimmt. Sie haben nämlich einen halben Zoo dabei. Eine Kuh, ein Schwein und eine Ziege. Ja, okay, Sie haben definitiv keine drei Schweine dabei. Da ist Ihr Frachtbrief leider auch abgelaufen. Mhm. Schauen wir mal weiter, wie es sonst so aussieht noch bei Ihnen. Mal zumachen. Kennzeichen RCK, Kennzeichen würde stimmen. Haben Sie vielleicht sogar irgendeine illegale Ware dabei? Das werden wir jetzt rausfinden. Motorhaube. Aha. Oh, mach einfach deinen Job, hier ist nichts Illegales. Sir, das bleibt immer noch mir überlassen, ja? Beruhigen Sie sich. Reifen ist in Ordnung, mhm. Ihre Frontstoßstange fehlt, das müssen wir natürlich alles eintragen. Zwei kaputte Reifen, fehlende Stoßstange eine.
Ihr Motor dampft ein bisschen, sage ich mal. Oh, Scheiben haben sie alle. Haben sie alle Spiegel? Sie haben auch alle Spiegel. Scheinwerfer vorne sind in Ordnung. Kein Reifen rechts kaputt, Scheinwerfer hinten, alle im Takt. Und sie haben die Stoßstange. Okay, der, ja. Fahren Sie nach Hause. Fahren Sie nach Hause. Fahren Sie nach Hause. Oh nein, ja, oh nein, was für ein Tag. Sir, Sie hätten sich selber überlegen können, ja? Sie haben das nämlich gefälscht. Und der letzte des Tages. Fahren Sie rein. Fahren Sie rein, komm. Denkt jemand, der hat was dabei? Seid ehrlich. Eins im Chip, wer denkt, der hat was dabei? So, tun Sie mir kurz den Gefallen und würden mir einmal aus dem Auto aussteigen. Dankeschön. POD 0583VZ. Mhm. Masnozadov. Masnozadov. Mhm. Ihre Passnummer stimmt erstmal. Oh, Sie haben ziemlich viel Ware dabei. Ich bin mir ziemlich sicher, Sie kommen damit nicht durch, weil Ihr Fahrzeug... Oh, Sie wollen, dass ich das alles auslager? Oh, Sie wollen, dass ich das alles... Hören Sie mir mal zu, okay? Sie sind der Letzte des Tages, ja? Der Letzte des Tages. Wenn Sie wirklich allen Ernstes wollen, dass ich... Sie sind der Letzte des Tages, okay? Warum fahren Sie nicht früher her? Denken Sie wirklich, kurz vor Schichtende habe ich Lust, das alles auszulagern? Es ist wirklich wahnsinnig, Chat, was die Leute sich hier immer nehmen. P0D 0583VZ. Hm, sie haben eine Oh nein, was haben sie da? Käsekiste. Mhm. Dann haben sie zweimal... Ja, warum haben sie zweimal radioaktive biologisches Gefahrgut dabei und Käse? Sir, wissen Sie, dass Ihr Käse davon irgendwie Schäden tragen kann? Sind Sie sich bewusst? Ja, toll. Das sieht gut aus. Waschmaschine sieht auch erstmal in Ordnung aus. Okay, Pablo, ja? Lage ihn mal wieder alles ein. Okay, der Herr, ja? Sie haben nichts verbrochen? Bei Ihnen stimmt. Schauen wir mal noch kurz, ob Ihr Fragebrief stimmt, ansonsten dürfen Sie durchfahren, ja? Dreimal Käsekiste, zwei biologisches Gefahrengut, 8-1. Oh, wo sind Ihre drei Gasherde? Wo sind Ihre angeblichen drei Gasherde? Oh, die habe ich einfach noch nicht... Oh, die haben sie tatsächlich dabei gehabt. Ja, mein Fehler, tut mir leid. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Einreise, ja? Fahren Sie rein. Fahren Sie rein, Sie haben nichts falsch gehabt, ja? Sehr, sehr gerne. Beruf braucht er nicht, Chad, weil er nicht wegen der Arbeit rein will. Er will nicht wegen der... Okay, W-Schicht gewesen. Fahren Sie durch. Fahren Sie durch. Krass, dass tatsächlich nicht die Person reinkam, die was schmuggeln will, hm? Endlich Feierabend. Chat, W's in Chat für die Schicht. W's in Chat für die Schicht.